Hallo liebe Leute, und heute ziehen wir den Mammut in Rüssel lang in Mega Man X, nämlich mit mir, DJ K87, und... Na, ich will nicht, ich bin beleidigt. Mit mir, den Alucard. Wollte gerade sagen, jetzt hat er einen neuen Namen bekommen. Also dann, auf geht's. Neuer Versuch, neues Glück. Kann man das überspringen? Nein. Gut, ich müsste das nochmal ansehen. Yay! Du, ganz ehrlich, eigentlich hätten wir es schneiden können, ne? Theoretisch schon, man hätte es irgendwie überspringen lassen können. Okay, das war das Pausemenü. Ja. Ne, dann... Weil das kennen ja schon alles die Zuschauer. Ja, diesmal wollen wir einen Schnelldurchlauf. Autsch, scheiße. Das war ein bisschen falsch abgepasst. Diesmal schiebe ich sogar die Schuld auf meine eigene Dummheit. Also das mit den Boost-Stiefeln, das musst du echt noch üben. Ach, pst. Versuch's es noch einmal. Einmal versuche ich's hier noch. Gestriffen habe ich's. Aber nee, vergiss es. Hat keinen Sinn. Ich gehe weiter. Wo das echt praktisch wäre, wenn wir das da schaffen würden. Ja, wenn. Aber weil jetzt gerade diese Aufnahme... Wir... Vergiss es. Da wir jetzt diese Uhrzeit die verbesserte Waffe bekommen. Ja, können wir uns ja noch nicht holen. Aussprechen lassen, Kollege. Sorry, ich war auch noch dabei. Lass mich auch nicht aussprechen lassen. So. Oh, er nimmt meine Tipps mal zu Herzen. Ich glaube hier nicht. Einfach nur noch schnell durch, weil wir waren ja quasi schon am Ziel und ja, wurden dann vom Boss geplättet. Deswegen, das Level machen wir jetzt in Schnelldurchlauf. Dann können wir das quasi in der Aufnahme noch drin lassen. Da geht er schon wieder oben lang. Ich glaub's nicht. Ist das irgendwie so eine Angewohnheit von dir, immer nach oben zu laufen? Ja. Musst du dir nichts bei denken. Ich sag ja, ich hab meine eigene Kopf. Die waren wirklich schnell. Also da brauchst du nicht viel versuchen, mein Hirn arbeitet ganz anders, also... So. So. Schuss und dann nach hinten wegsliden. Ich versuch's erst gar nicht, ich mach's am besten danach, weil... Hatten wir ja vorhin schon das Glück, dass es direkt daneben ging. Nur ein Kratzer hat getroffen. Springst auch immer schön dann, wenn er gerade auf den Boden knallt. Ja. Scheiße. Ah. Toll, voll daneben. Das war knapp. Aber hey, wie lange haben wir jetzt für diese Stage gebraucht? Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, es war schneller als davor in der Aufnahme. Deutlich schneller. Wir bekommen den F-Werfer. So. Gut, soweit so gut. Jetzt haben wir Feuer. Wollen wir Takoyaki machen? Wir müssen jetzt Armored Armadillo machen. Okay. Wenn nichts anderes geht, machen wir den Armadillo. An den habe ich irgendwie gerade noch Erinnerung. Und den kann ich selbst nicht bannen. Scheiße. Och du Scheiße. Nein, ich will hier raus. Oh Mann. Auch das noch. Mir bleibt auch nichts erspart. Stopp, zurück, hier. Abspringen, abspringen. Geh mal zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte was demonstrieren und hoffe, dass es funktioniert. Okay. Hopp. Die eine Fledermaus oben. Diese Runde. Diese Runde, die sind alle rund. Nein, die ganz rund, die da. Die geben zu einer sehr, sehr hohen Prozentzahl immer ein Leben. Das sind sogar die Fledermäuse aus den alten Mega Man-Teilen. Richtig. Du könntest theoretisch jetzt hier auch deinen Energietank voll machen.
Finde ich aber auch ein nettes Easter Egg. Also so ein Gegner, an dem man eigentlich voll vorbeifährt und gar nicht getrost wahrnimmt. Das heißt, man geht nochmal zurück, aber ja, toll, hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, wie gesagt, eigentlich geben sie eine sehr, ist das eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt der Vorführeffekt wahrscheinlich. Ja, ah, genau. Ha! Perfekt. Ich wollte es nur mal demonstriert haben. Und gleich direkt das zweite hinterher. Okay. Na, geht das auch noch beim dritten Mal? Ja! Okay. Ich denke mal, jetzt haben wir genug Leben. Übertreiben müssen wir es ja nicht. Wir wollen es nur demonstrieren. Oh Mann. So. Weg hier. Kein Bock mehr auf Fledermäuse. Die beißen mir gerade definitiv ein bisschen zu viel. Ja, okay. Ich denke mal, abhauen ist die beste... Okay, du willst nicht... Variante? Wir hatten... Ah, scheiße, wir hatten ja schon das Flame-Dingen, ne? Mhm, hatten wir. Schnell, weiter. Jetzt hopp! Ach, egal, scheiß drauf. Ich will noch leben. Weil beim zweiten musst du nämlich hinter ihm sein, mit dem Flammenwerfer den weggrillen, damit du das nächste Upgrade bekommst. Also nicht Rüstungsupgrade, sondern ich weiß es jetzt nicht, ich glaube Lebensupgrade oder Lebensupgrade oder Energietank. Da bin ich mir jetzt aber wirklich nicht sicher. Okay. Lass mal uns überraschen. Ja. Das war noch gerettet in letzter Sekunde. Aber gut, solche spannenden Manöver müssen hier auch mal sein. Auch wenn ich zu viele davon mache teilweise. So, nochmal abfahren, yay! Okay, spielen wir Ping-Pong mit einer Lore. Eine Bremse hat das nicht, oh... Ich bin froh, dass ich das so, noch überlebt habe. Nimm Feuer schon mal, nimm Feuer und dann in die andere Richtung. Jetzt schnell hinterher. Schnell hinterher. Ganz schnell. Und jetzt grillen, genau. So, gut. Gerüstet. Das war jetzt wirklich richtig? Ah. Richtig hoch. Genau, weil sonst würdest du nicht da hochkommen. Weil er genau das so wegrasieren würde quasi, beziehungsweise abtragen würde, dass du nicht mehr hochspringen kannst. Okay. Naja, Problem gelöst. Wir haben noch mehr Energie, yay. So, Abfahrt. Ja gut, das war ein bisschen blöd. Oh, wir werden dieses Level ein paar Mal machen müssen. Jetzt ohne Witz. Weil ich denke mal, du willst auch die super Geheimwaffe haben. Ja, super, springst du früher ab. Ich habe mir das gerade auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich habe ja genug Leben, also. Von daher... Ne, von der Theorie her könntest du nicht. Jetzt pass mal auf, wenn der jetzt nämlich da so weiter lang fährt und du ihn nicht vorher zerstören kannst, dann kommst du nicht da oben hoch. Wow, also mit normal... Okay, mit dem Wasser ist er auch machbar. Ja, aber hast ja gesehen, mit dem Flammenwerfer geht's nochmal eine Nummer schneller. Mhm. Feuer frei! Macht den Weg frei, lasst mich durch. Ich bin Arzt. Ja, genau. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Ah, ist da oben was? Ja, da oben ist was, aber jetzt noch nicht. Na toll. Super. Ich denke mal, du willst alle Waffen haben, oder? Wenn's geht, schon. Auch die Geheimwaffe dann, ne? Wenn's geht, schon. Gut. Das müssten wir dann aber irgendwann reinschneiden. Mit der Geheimwaffe. Schwäche?
E-Spark. Müssen wir ihn also elektroschocken? Ja. Na dann. Weil er heißt ja nicht umsonst Armored Armadillo, er hat ja diese Panzerung an. So, und du siehst, eigentlich würdest du ihn so keinen Schaden machen, aber jetzt hat er die Panzerung verloren und jetzt kannst du ihn immer Schaden machen. Okay. Aber dafür macht er auch noch ordentlich Schaden. Das ist jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Ja. Mhm. Naja, ich habe noch ein paar Versuche. Von daher kümmert mich das gerade wenig. Spätestens wenn deine Waffe leer ist, sagst du das nicht mehr. Da muss ich es mit Bastard versuchen. Das wird aber schwer, wenn du ihm vorher nicht den Panzer abschießen kannst. So. Schieß! Toll. Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Psst, sei ruhig! Feuer! Wow! Und nochmal, genau, und nochmal! Was machst du? Meckern nicht, schau zu. Klar, wir machen den Part mal etwas länger. Hey! Na, immerhin. Ja, geschafft hast du es ja zumindest. Ja, zwei Bosse wieder in ein Video, yay! Ach ja. Schutzschild! Gott. Toller Schutzschild. Ja, genau das ist es ja gerade. Also, normalerweise heißt der Roll Armor. Also, Armor. Na, also rollende Rüstung. Mm. So. Und wenn wir es schaffen, irgendwann mal, wenn du es schaffst, bei Flame Mammut das Upgrade zu kriegen, das Waffen-Upgrade, kannst du nämlich auch die Boss-Waffen aufladen. Und die haben dann andere Effekte. Unter anderem hat dann Armored Armadillo, hast du dann so eine Bubble um dich herum. Okay. Deswegen Schutzschild. Ah, nicht schlecht, warum nicht? Ja, Leute, ich denke mal, mit zwei Bossen in diesem Part sind wir gut bedient. Drei Stück sind noch übrig. Takoyaki, Schlitz und... ja. Chameleon. Launch Octopus, Kovac Kovanga und Sting Chameleon. Ja, welchen wir uns als nächstes vorknöpfen, werden wir dann im nächsten Part sehen. Entweder ja, wir werden ein feuchtfröhliches Erlebnis haben. Nein, ich will nicht abtauchen. Ach, scheiße. Muss ich aber dann wohl. Aber gut, lassen wir uns im nächsten Part überraschen, wie es unter Wasser läuft. Deswegen sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.